wir kommen nun zu einem mit Bangen erwarteten Programmpunkt. Mit Bangen hier vorne, vor allen Dingen in den ersten beiden Reihen. Einem kleinen Intermezzo oder einer Intermission. Ich wollte da ganz international sein, als ich mir das überlegt habe. Das Programm steht da an der Wand. Sie können das alle lesen. Ich muss Ihnen das nicht vorlesen. Der Gedanke war, Jugend, wir haben das eben von Isabel Fries gehört, einzubeziehen, ist eine wichtige Geschichte und dafür sollte man und muss man ihr auch einfach mal zuhören. Und dazu werden wir jetzt eine kleine Gelegenheit geben, in der Hoffnung, dass daraus vielleicht irgendwann einmal mehr wird, nämlich ein regelmäßiger Dialog. Das wird in Interviewform über die Bühne gehen. Ich darf jetzt alle Beteiligten schon mal bitten, hier hochzukommen und auf diesen Stühlen da hinten im Halbdunkel geschützt Platz zu nehmen. Henrietta, du hast dich mit dem Aussterben der Dorfkerne beschäftigt. Wie kann man diese Entwicklung deiner Meinung nach aufhalten? Oh. also ich finde, es fällt halt sehr auf, dass in den Dorfkernen einfach viele alte Gebäude leer stehen. Besonders eben alte große Bauernhäuser, zumindest bei uns, ist mir jetzt so aufgefallen. Und ich finde das einfach sehr schade, weil die einfach auch sehr schön sind und auch einfach ja, die Atmosphäre im Dorf erhalten würden. Und ich finde, man müsste einfach, wenn es Interesse besteht, dieses Haus von mir aus zu übernehmen, zu kaufen, ein bisschen unterstützen beim Umbau oder bei Erneuerung, weil die Häuser einfach meistens sehr alt sind. Und natürlich müsste man da erstmal viel Geld investieren, um sie einfach auf den neuesten Stand zu bringen, weil eben da jahrelang überhaupt nichts dran gemacht wurde. Zum Beispiel mit der Isolierung oder ja, mit den Anpassungen einfach an die heutigen Gegebenheiten. Ja, da stimme ich dir voll zu. Also das müsste man wirklich einfach fördern und dort noch ein bisschen was investieren. Und neben den Dorfkernen hast du dich außerdem noch mit dem Thema medizinische Versorgung im ländlichen Raum auseinandergesetzt. Wie sieht es damit deiner Meinung nach aus? Ja, da wurde ja eben auch schon was zu gesagt bei den Präsentationen. Es ist ja einfach ziemlich schlecht, muss man dazu sagen. Also ich zum Beispiel komme aus Diemelsee und da ist es einfach so, dass wir nur noch zwei Ärzte haben in unserer Gemeinde und das ist eindeutig zu wenig. Es sollten, glaube ich, vorgeschrieben wären 8 und ja, das geht ja schon mal so schon nicht. Und ich finde, es ist einfach auch sehr schwer für ältere Leute, wie gerade schon gesagt wurde, die haben meist gar nicht die Möglichkeiten, zu den Ärzten zu kommen. Und auch diese Hausbesuche, die die Ärzte früher so viel gemacht haben, werden überhaupt nicht mehr gemacht, weil es einfach die Zeit nicht mehr zulässt und auch das Budget nicht. Die wenigsten machen diese und wenn sie die machen, machen sie die fast umsonst. Und was eben auch gerade schon angesprochen wurde, die medizinische Kinderversorgung ist ja auch eher miserabel als gut. Ja, das stimmt. Henrietta, ich danke dir und ich bitte dich. Vanessa Ebmeier, du hast als Thema hier aufgeschrieben, Förderung von Jugend nach dem Schulabschluss. Was meinst du damit? Ja, also ich finde halt, die Jugendlichen heutzutage, wenn die G8 haben und das Abitur machen, kommen die teilweise mit 16, 17 aus der Schule. Und meiner Meinung nach sind sie da halt dann noch nicht wirklich reif genug, um zu entscheiden, was sie später wirklich machen wollen. Und welche Förderungsmaßnahmen oder Ideen könntest du dir vorstellen? Ja, halt einfach, dass dann in der Oberstufe mehr angebunden wird, wie ja, so Sachen wie, stelle ich mir meine Zukunft vor oder sowas halt. Ja, gut, das ist das eine Thema. Hier steht noch ein anderes Thema, auf das ich selbstverständlich zu sprechen kommen muss, das im Vorfeld auch schon von mir verlangt wurde via Facebook. Ein Thema, das im Moment die Gemüter in einigen Gegenden unseres Landkreises ziemlich erregt, nämlich, wer weiß es, Verlängerung der Sperrstunde. Das hast du auch aufgeschrieben. Was möchtest du dazu sagen? Ja, also ich finde, die Sperrstunde, ist es egal, ob die jetzt um 3 oder um 5 ist, weil wenn die Jugendlichen sich betrinken wollen, dann tun sie das auch bis um 3 Uhr. Wenn sie randalieren wollen, tun sie das auch bis um 3 Uhr. Und deshalb finde ich das eigentlich ziemlich schwachsinnig. Kevin,
Kevin, dein Thema war die Bildung im ländlichen Raum oder hier in Waldeck-Frankenberg. Wie steht es aus deiner Sicht hier im Landkreis um die Bildungsstruktur? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich finde es relativ mau mit der Bildungsstruktur. Ich würde nach meiner Ausbildung gerne noch ein Studium anschließen. Wie vorhin auch angesprochen, viele wollen auch in dem schönen Waldecker Land bleiben. Ich möchte auch hier gerne bleiben. Ja, und da sehe ich es leider so, dass ich hier weg muss, wenn ich einen vernünftigen Studiengang besuchen möchte. Jeden Tag nach Kassel zu fahren oder nach Marburg, wo Studiengänge angeboten werden, kann man sich als Student nicht leisten. Das ist einfach nicht möglich. Und deswegen, ich fände es echt super, wenn man hier mehr Möglichkeiten hätte, vor allem als junger Mensch sich weiterzubilden und irgendwie noch weiterzumachen. Ja, Kevin, das stimmt. Vielen Dank. Jetzt Sarah. Sarah Hoffmann, du hast uns als Thema das eins genannt, das ich auch schon von anderen gehört habe, die ursprünglich mal hier teilnehmen wollten, sich dann doch nicht getraut haben. Umso mehr finde ich das toll. Ich finde das überhaupt toll, dass die sich das trauen, ja. Und nicht nur, dass sie sich trauen, sie machen es auch noch gut. Sarah Hoffmann hat Fahrtkosten von Oberstufenschülern. Bitte schön. Ja, also ich sehe das als großes Problem, gerade dass wenn man aus den kleinen Dörfern kommt, man dann noch bis zu, jetzt von mir, so 4 Euro zahlen muss, um jeden Tag zur Schule zu kommen und dann nochmal 4, um wieder zurückzukommen. Das können sich einige nicht leisten und in der Oberstufe wird das nicht mehr von der Schule unterstützt. Bis zur Oberstufe kriegt man die Karten von der Schule bezahlt und danach nicht mehr. Und ich sehe das jetzt, dass einige Familien ernsthaft Probleme haben, diese Fahrkarten zu bezahlen, weil das häuft sich. Und dann kommen dann noch Dinge hinzu, wie man muss dann das Astaxi nehmen, hat aber die Wochenkarte und dann kommen dann noch die Astaxi-Kosten hinzu. Und das ist halt einfach teilweise nicht machbar, auch mit den Buszeiten dann noch den Bus zu nehmen. Dann kostet das Astaxi wieder extra, aber man hat ja die Busfahrkarte und ja. Das ist, wenn man über die Bildungsproblematik auf dem Land redet, sicherlich ein ziemlich wichtiger Punkt. Hast du denn den Eindruck, sie ist nämlich auch Sprecherin, Jugendsprecherin des Sportkreises, des neu gebildeten Sportkreises Waldeck-Frankenberg, hast du denn den Eindruck, dass man vielleicht auch zu anderen Modellen der Mobilität kommen könnte, wo man Schülerinteressen und Sportinteressen vielleicht verbinden könnte? Also ich denke, dass zumindest die Buskosten ein Problem sind für einige, die Sportangebote außerhalb ihres eigenen Ortes zu nutzen, wenn jedes Mal die Eltern fahren müssen. Das können sich einige zeitlich nicht erlauben, andere können es sich auch nicht leisten und dann ist das für die Kinder halt so eine Sache, sie schaffen das nicht. Die Vereine können das auch nicht unterstützen und dann müsste man da irgendwie schon so eine Verbindung schaffen, dass da auch die Schule was macht, weil es kann ja nicht sein, dass die Kinder nur die ganze Zeit in der Schule sitzen und dann überhaupt keinen Sport mehr machen. Einfach weil sie zu den Buskosten für die Schule dann noch die Fahrtkosten zu den einzelnen Vereinen hätten. Ja, vielen Dank. So Lisa, dein Thema ist das Ehrenamt. Jugendliche haben ja bekanntlich wenig Zeit und wenig Geld. Gibt es da überhaupt die Motivation bei euch, sich ehrenamtlich zu engagieren? Ich selbst bin im Ehrenamt tätig und mich motiviert es einfach, was für die Jugendlichen zu tun und mich zu engagieren. Aber ich frage mich, warum sagen viele, wenn wir sie fragen, hier, möchtest du dich nicht auch engagieren? Nein. Liegt es vielleicht daran, dass sie einfach wegen der Schule keine Zeit dafür haben oder weil sie zum Studium oder zur Ausbildung weggehen, dass sie dann sagen, wenn sie am Wochenende da sind, wir haben keine Lust mehr dazu. Also ich finde es eigentlich sehr schade, weil es macht Spaß, sich ehrenamtlich zu engagieren und was Gutes zu tun. Ja, das finde ich auch. Aber neben Schule, Ausbildung und Ehrenamt gehört ja zum Jugendsein auch einfach das Feiern dazu. Und ja, da sind wir wieder bei der Sperrstunde. Wie ist denn deine Meinung dazu? Ich selbst sehe das jetzt nicht nur als Jugendlicher, der gerne feiern geht, so, sondern halt auch als Veranstalter, wenn wir von unserem Verein ein Fest machen. Wir selber haben jetzt, wo ich herkomme, 2 Feste im Jahr und um 3 Uhr laufen die einfach noch super. Wir verdienen Geld und um auf unsere Kosten zu kommen, müssen wir da auch natürlich ziemlich viel verdienen und von 3 bis 5
machen wir das noch und ich finde es schade, wenn wir um 3 Uhr schließen müssen und nicht auf unsere Kosten kommen und dann nachher da stehen. Und außerdem, wenn wir Gewinn machen, zahlen wir auch Steuern und das kommt ja natürlich dann auch wieder zugute. Das stimmt.